Hallo liebe Zuschauer, ich bin die Andrea aus dem Vitalgesundheitsclub und ich habe heute 4 Übungen vorbereitet, die den Rücken ein wenig mobilisieren und kräftigen, dadurch vielleicht Rückenschmerzen ein kleines bisschen verbessern oder vorbeugen. Wir beginnen mit den 2 Mobilisierungsübungen, machen alle 4 Übungen unten auf dem Boden. Dafür begeben wir uns für die Mobilisierung des oberen Rückens einmal in Seitlage, bringen die Knie auf Hüfthöhe nach oben, nach vorn und winkeln die Beine im rechten Winkel an. Legen beide Arme übereinander. Der Kopf kann gern abgelegt werden und öffnen jetzt den oberen Arm nach hinten, lang gestreckt und versuchen mal diesen Arm auf der anderen Seite auf den Boden abzulegen und dabei die hintere Schulter nach unten zu drücken. Bleiben dort 2-3 Sekunden und führen den Arm wieder zurück, so dass beide Hände übereinander liegen. Das Ganze machen wir jetzt 15 Mal, also 15 Wiederholungen auf dieser Seite. Ich werde jetzt nur mal die ersten Wiederholungen andeuten. Und Sie dürfen sich merken, 15 Wiederholungen, das Ganze einmal pro Seite zum Nachmachen. Und wir versuchen jetzt bei jeder Wiederholung ein kleines bisschen weiter mit der hinteren Schulter Richtung Boden zu kommen. Und dabei folgt im besten Fall der Blick der Hand in der Bewegung. Gut, 15 Wiederholungen auf dieser Seite, dann 15 Wiederholungen auf der anderen Seite zum Nachmachen. Zweite Übung für den unteren Rücken. Rückenlage, Füße aufstellen, Fersen dicht an den Po, Arme können zur Seite abgelegt werden, Knie zusammen und wir legen jetzt die Knie zur linken Seite, warten hier auch 2-3 Sekunden, bis wir die Dehnung im unteren Rücken spüren und gehen dann zurück über die Mitte zur anderen Seite. Die Knie bleiben dabei geschlossen, das Ganze schön entspannt, kontrolliert, nicht zu schnell, lieber ein bisschen mehr Zeit lassen. Wir zählen dabei auf einer Seite 15 Mal. Ich mache jetzt noch 2 Wiederholungen pro Seite. Knie bleiben dabei schön geschlossen. Und wir versuchen, die Knie möglichst weit nach unten auf den Boden zu bringen, sodass hier hinten im Unterrücken ein schöner Dehneffekt entsteht und dabei die Wirbelsäule im unteren Bereich schön gelockert wird. So, ich glaube, wir waren jetzt 2-mal pro Seite. Diese 2 Mobilisierungsübungen machen wir jeweils 1x15. Und jetzt kommen die beiden Kräftigungsübungen. Dazu bleiben wir gleich in Rückenlage. Wir kräftigen den unteren Rücken, nehmen die Ferse wieder dicht an den Po, drücken jetzt das Becken so weit wie es geht nach oben zur Decke und wandern abwechselnd mit den Füßen. Der Blick bleibt dabei zur Decke gerichtet. Wir lassen uns auch hier Zeit, nicht zu schnell, heben abwechselnd die Füße. Das muss nicht hoch sein. Und Sie werden sehr schnell merken, in welchem Bereich das jetzt hier arbeitet. Wenn Sie zwischendurch feststellen, dass das Becken nach unten absinkt, nochmal ein kleines bisschen nach oben heben und weiter wandern. Auch hier wird gezählt auf einer Seite. Und Sie versuchen das mal 15 Wiederholungen pro Seite zu schaffen. Es wird jetzt schon ziemlich anstrengend. Und das ist gut. Oh ja, unterer Rücken, Gesäßmuskel, das sind die 2 Zielzonen, da sollten Sie das spüren. So, für die letzte Übung, oberer Rücken, Schulter, gehen wir in Bauchlage auf die Matte, richten den Blick auf die Matte, unsere Arme formen ein U. Das heißt, Ellbogen ist etwa auf Schulterhöhe, die Daumen zeigen nach oben zur Decke, der eigene Blick geht auf die Matte oder das Handtuch und wir heben jetzt die Ellbogen nach oben, senken ab, ohne abzusetzen. Die Arme formen ein V und wir heben auch hier
mit dem Daumen gestreckt zur Decke, gehen wieder zurück ins U, Ellbogen anheben, wieder ins V, Arme nach oben zur Decke, wieder ins U und versuchen jetzt dabei, die Bewegung in den Schulterblättern beginnen zu lassen. Und dann werden wir das da auch sehr gut spüren. Wenn wir das hier 10-mal pro Bewegung schaffen, dann sind wir schon richtig gut. Ich mache jetzt nochmal 2 pro Bewegung. Ich spüre das jetzt auch schon ziemlich gut im oberen Rücken. Oh ja. Das tut gut. Schöne Kräftigungsübung, vorher eine kurze Mobilisierung. Und dann haben wir was für eine bessere Beweglichkeit des Rückens getan und die Muskeln gekräftigt. Viel Spaß dabei!